Colleen Ullmann-Fernandes ist ein Energiebündel. Sie hat so viele Talente. Schauspieler, schreibt Bücher, ist Moderatorin, dreht Dokumentationen und wird doch immer noch manchmal unterschätzt. Ich kriege halt oft so Püppchenangebote. Also früher war es ganz schlimm. Ich weiß noch, einmal habe ich mich mit einem Produzenten getroffen, die haben eine Moderatorin für ein Format gesucht und ich habe gefragt, wann kann ich denn die Beiträge sehen, dass ich genug Zeit habe, meine Moderationstexte zu schreiben. Und dann sagte der tatsächlich zu mir, du musst dir keine Moderationstexte schreiben. Du, wir suchen ja einfach nur eine Frau, die gut aussieht in der Deko. Warum war sie in der Pubertät übervernünftig? Warum würde sie lieber burschikose aussehen? Und wie ist es, wenn ihr Mann Christian Ullmann Regie führt und sie Schauspielerin ist. Darüber sprechen wir. Herzlich willkommen, Colleen Ullmann-Fernandes. Dankeschön. Colleen, wie würdest du so deinen Zustand beschreiben? Wie geht's dir im Moment? Der Zustand ist gerade mental einigermaßen stabil. Es ist natürlich alles ein bisschen merkwürdig. Man bekommt dann so Technikpakete geschickt mit Mikrofonen und Kopfhörern und muss sich da erstmal reinfinden. Ja, ja. Und das fühlt sich tatsächlich ein bisschen merkwürdig an, per Fernschalte und wenn man sich nicht persönlich sieht. Also es ist alles ein bisschen komisch unter diesen Corona-Bedingungen. Es gibt ein neues Buch von Lotti und Otto. Also meine Töchter sind jetzt ein bisschen zu groß dafür, aber das wäre so ein Buch gewesen, was ich ihnen sehr gerne geschenkt hätte. Ach, vielen Dank. Ja, ich glaube, dass aber auch Große davon was lernen könnten. Ich würde sogar sagen, dass der ein oder andere Erwachsene von dem Buch noch was lernen könnte, denn wir haben ja in dem Buch auch eine Integrationsgeschichte. Wir haben den besorgten Bären, der sich Sorgen macht, weil eine Familie aus einem fremden Land in die Siedlung zieht und der dann alle aufstachelt, weil er wahnsinnig besorgt ist. Oh Gott, was passiert denn mit der Waldsiedlung? Da kommen Tiere aus Afrika und es ist leicht politisch, das Buch. Ich glaube, da kann auch der ein oder andere Erwachsene noch was von lernen. Auf alle Fälle, man kann es ja verbinden. Es ist ja auch ein wunderschönes Vorlesebuch. Also wenn jemand Erwachsenes zum Beispiel seinen Kindern vorliest, dann haben beide was davon. Definitiv, ja. Eine Geschichte über echte Kerle, alte Vorurteile und neue Freunde. Und es ist, also das hast du wirklich toll gelöst mit dieser Familie. Die sind ja so ein bisschen Fantasienamen. Aber weißt du, was das Absurde daran ist? Diese Tiere, Dick-Dicks, gibt es wirklich. Nein. Und niemand kann sich etwas darunter vorstellen. Die kommen aus Dadatu in Djibouti, ne? Und man hat jetzt erstmal die Informationen, da kommen Dick-Dicks aus Dadatu in Djibouti und da geht's einem selber wie den Waldtieren, dass man einfach nur denkt, hä? Was bitte? Woher kommen die Dick-Dicks? Von denen habe ich ja in meinem Leben noch nicht gehört. Und diese Dick-Dicks, die gibt es tatsächlich. Nein. Die kommen auch wirklich aus Dadatu in Djibouti. Und das ist erstmal was. Und genauso geht es ja vielen Menschen, wenn das Fremde auf sie zukommt, dass sie erstmal denken, oh Gott, was kommt da? Und in so eine Art Schockstarre verfallen und einfach mit dieser Information überhaupt nichts anzufangen wissen. Und genauso geht es den Waldtieren auch. Ja. Und die da streuen, da kursieren dann alle möglichen Gerüchte. Dick-Dicks, oh Gott, bestimmt sind die total dick und verfressen und dann fressen die uns alle auf. Und dann weiß ein Tier, dass das nachtaktive Tiere sind. Oh Gott, wir müssen alle Schlösser an unseren Häusern anbringen. Bestimmt fressen die uns nachts auf und schleichen dann nachts in der Waldsiedlung herum. Und erstmal kann niemand mit dieser Information, es kommen Dick-Dicks aus Dadatu in Djibouti, irgendetwas anfangen. Aber ist das nicht verrückt? Weil ich habe wirklich gedacht, oh, hat die Colleen eine tolle Fantasie, was die sich da alles einfallen lässt. Was sind das für Tiere? Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, mal nachzuschauen. Ich habe wirklich gedacht, das ist einfach eine Erfindung, aber eine sehr schöne Erfindung. Ja, ich finde das so großartig, dass es die tatsächlich gibt, weil man ja wirklich erstmal mit dem Namen überhaupt nichts anfangen kann. Und diese Tiere, die sind so zuckersüß, kannst du ja später mal googeln, einfach mal Dick-Dick eingeben. Das sind wahnsinnig zauberhafte, rührende, niedlich aussehende Tiere und die sehen auch so unschuldig aus und das fand ich so schön daran, dass es irgendwie sonst was für Gerüchte gibt. Also im Buch ist es dann so, dass dann irgendwie sonst was erzählt wird. Die haben riesige Hörner und die schleichen hier nachts um unsere Häuser herum und dann kommt dieses Tier und ist ein ganz süßes, kleines, niedliches Tierchen und
so merkt man eben, und das ist auch Teil dieser Geschichte, dass eben aus Fremden Freunde werden können. Und vorher habe ich zum Beispiel den Satz ins Buch eingebaut, Frau Dax hat mir erzählt, dass Herr Hirschkäfer ihr erzählt hat, dass Frau Eule mal einem Dickdick begegnet ist. Danach konnte sie lange Zeit nicht mehr fliegen. Und so stachelt sich eben die Gerüchteküche hoch und dann kommt dieses sehr unschuldig dreinblickende Wesen aus dem Busch und alle denken, das soll ein Dickdick sein? Ja, das ist sehr schön gelöst. Es geht ja auch um diese Rollenklischees, auch beim ersten Buch war das ja so, und wenn man sich dann so durchliest, was die Leser so schreiben, das hast du bestimmt ja auch mal gemacht bei Amazon oder woanders, da, das ist ja so süß, also da schreiben ja auch Mütter, oh, ich bin so glücklich für dieses Buch, weil meine Tochter, die zieht so gerne Jungsklamotten an und die hat sich so aufgehoben gefühlt, oder Mütter und Väter von Jungs, die dann sagen, ja, auch mein Sohn, der macht so gerne, der backt gerne Kuchen und jetzt ist er so glücklich mit diesem Buch und wir müssen es ihm jeden Abend vorlesen. Ja, also ich sag mal so, ne, als ich bei dem Verlag ankam und gesagt habe, ich möchte ein Buch machen über Jungs-Mädchen-Klischees, sind die jetzt nicht vor lauter Begeisterung vom Stuhl gesprungen. Und mittlerweile ist ja Teil 1 ein Bestseller und ich freue mich, dass ich meinem Verlag sagen konnte, ha, seht ihr, guck mal, hat doch funktioniert. Und ich war selber total überrascht, ne? Ich habe in den ersten Wochen mal geguckt und ich habe dann einen Screenshot gemacht, weil ich das nicht fassen konnte. In den ersten Wochen hatte das Buch ausschließlich 5-Sterne-Bewertungen und ich dachte so, wie kann denn das sein, dass da nicht mal einer schreibt, nur 1 Stern, Kackbuch, kann man in den Müll schmeißen oder was so Leute im Internet immer vor sich hin pöbeln. Und ich habe das nicht fassen können, dass das Buch nur 5-Sterne-Bewertungen hat und habe dann gedacht, wie toll, dass es Leute gibt, die sich für dieses Thema begeistern können und die selber genervt sind von diesen ganzen Jungs-Mädchen-Klischees, was ja das zweite Thema des Buches ist, und da mit mal so ein bisschen aufräumen wollen. Wer ist denn so bei dir der erste Leser? Ist es Christian, dein Mann oder deine Tochter oder jemand ganz anderes, Lektorin oder Lektor? Also meine Tochter ist eine ganz großartige Lektorin und zwar habe ich ihr das erste Buch gezeigt zu einem Zeitpunkt, als das noch sehr grob stand. Da hatten wir noch Schwarz-Weiß-Zeichnungen und alles war noch nicht so richtig fix. Da war sie erstmal ein bisschen enttäuscht, hat gesagt, Mama, dein Buch hat ja gar keine Farbe. Und dann habe ich ihr gesagt, nee, es kommt noch. Da war sie etwas erleichtert. Und meine Tochter ist wirklich eine großartige Lektorin, weil ihr sofort ein paar Sachen aufgefallen ist. Da gibt es zum Beispiel einen Dachs und der trägt einen Rucksack. Ja. Und auf einmal verschwand dieser Rucksack und dann sagte meine Tochter, aber warte mal, an der Seite davor und an der Seite danach hat er einen Rucksack, wo ist denn jetzt der Rucksack auf einmal hin? Und wir so, ach stimmt, oh Gott, das hat ja niemand gemerkt, der Rucksack fehlt. Und also wenn meine Tochter sich entscheiden sollte, Lektorin zu werden, dann wird sie bestimmt eine ganz großartige Lektorin, weil ihr Sachen aufgefallen sind, die tatsächlich außer ihr niemand gemerkt hat. Und das ist so toll, weil wer selbst Kinder hat oder mit Kindern zu tun hat, weiß ja, die achten ja auf so Sachen, ne? Und deshalb ist es ganz wirklich gut, wenn gerade deine Tochter als Lektorin einfach da in der Vorbereitung mitarbeitet. Total. Wir haben zum Beispiel ein Tier umbenannt und auf jeder Seite hat dieses Tier den neuen Namen gehabt, nur auf einer nicht. Und auch das hat sie sofort gemerkt und sagte dann, warte mal, wer ist denn jetzt auf einmal Timmy? Der hieß doch eben noch anders. Und da haben wir dann gemerkt, ja, stimmt, das haben wir selber gar nicht so, das ist uns irgendwie durchgerutscht. Ich glaube, dass sie eine großartige Lektorin wird, wenn sie eine werden sollte. Es gibt ja immer noch so manchmal, dass man so auf Kinder- und Jugendliteratur hinunterschaut. Dabei sind das sehr anspruchsvolle Leser. Du kannst nicht einfach so von oben herab. Und genau das wollte ich eben mit dem Buch auch erzählen. Also man sieht auf jeder Seite im Hintergrund eine Mäusefamilie. Und bei den großen Tieren haben wir ja die Angst vor dem Fremden, die Angst vor dem Neuen, was da kommt. Wir haben den besorgten Bären, der in Panik ausbricht, eine Familie aus einem anderen Land, um Gottes Willen. Und bei den Mäusen, die wir eigentlich nur im Hintergrund sehen, wollte ich eben auch eine Integrationsgeschichte erzählen. Und zwar kommt dort ein südindischer Stachelbilch vorbei. Die gibt es auch tatsächlich. Okay. Das sind mäuseverwandte Tiere. Und die Mäuse gehen damit total locker um und sagen, hey, ein Fremder, komm her, herzlich willkommen, komm, wir tanzen Polonaise miteinander. Und so wollte ich eben zeigen, so kann es auch gehen. Ne? Mhm. Während die großen Tiere in Panik ausbrechen, ist es bei den Kleinen so, hey, ja,
was geht, ein neuer, herzlich willkommen. Und so ist es ja auch ganz oft im echten Leben sozusagen, dass die Erwachsenen teilweise ein Bohai drum machen um irgendwelche Dinge, wo die Kinder sich sagen, ah ja, hier ein neuer Spielkamerad. Also ich weiß noch, bei uns war zum Beispiel ein Mädchen auf einmal in der Schule, die aus Ostdeutschland kam, und die Eltern haben da ein Zeug drum gemacht, hier DDR und wie ist denn das für euch, und die kommt ja quasi aus einem anderen Land, und für uns war es einfach, ja, da ist eine neue. Wir hatten zwei Katjas auf einmal in der Klasse, die eine war DDR-Katja, und die Eltern auch so, das könnt ihr doch nicht sagen, ihr könnt die doch nicht DDR-Katja nennen. Und für uns war es einfach so, ja gut, Katja ist jetzt hier, alles gut. Ja. Und wir haben uns da gar nicht so groß Gedanken drum gemacht. Also es ist auch wirklich wunderschön illustriert, und man hat so viel zu gucken, was ja für Kinder auch, also auch für Erwachsene, ne? Also du findest in jedem Eckchen, es ist so liebevoll gestaltet, und man möchte gern Kind sein in diesen Kinderzimmern und Zimmern oder Küchen oder so, was man sieht. Das ist richtig gemütlich alles. Ja, mir war auch wirklich wichtig, dass es im Hintergrund immer etwas zu entdecken gibt. Und an der Stelle, wo es bei den großen Tieren sehr, sehr dramatisch wird, da war mir total wichtig, dass die Mäuse im Hintergrund einfach ganz alltägliche Dinge machen. Die gehen dann in den Waschsalon, die machen ihre Einkäufe, die gehen ins Kino. Was mir auch total wichtig ist, dass dieser Film im Hintergrund im Mäusekino weiterläuft. Ne? Wir sehen da ja so einen Susi- und Strolchi-Film nur mit Mäusen, also zwei Mäuse, die miteinander eine Nudel verspeisen. Und dass im Hintergrund dieser Mäuse-Kinofilm weiterläuft, war mir total wichtig, sodass man einfach im Hintergrund immer etwas hat, was man noch entdecken kann. Du bist ja mit vollem Herzen dabei, ne? Das kann man nicht anders. Ich glaube, sowas kann man ja auch gar nicht spielen. Nee, ich habe auch, also viele denken, dass so ein Kinderbuch schnell gemacht ist, aber das ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit, weil man ja auch natürlich Hand in Hand mit der Illustratorin arbeiten muss. Und ich habe ihr seitenlange Briefings geschickt, wie ich mir das vorstelle, wer wie wo steht, was im Hintergrund passiert. Und das ist schon alles sehr umfangreich. Ja. Also wir haben jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre an dem Buch gearbeitet, und man freut sich dann, wenn man das jetzt zum ersten Mal in den Händen halten kann. Ich habe es jetzt diese Woche zum ersten Mal in echt, in ausgedruckt gesehen. Ja. Und das ist schon, da steckt schon sehr viel Herzblut und Liebe drin. Hast du das denn jetzt behalten, dieses? Also du hast quasi nur ein fertiges Buch, oder hast du schon mehrere in deiner Hand? Ich habe tatsächlich nur ein einziges fertiges Buch jetzt gerade hier vorliegen, und meine Tochter durfte es natürlich auch schon lesen, und ich habe zu ihr gesagt, mach's nicht kaputt, ich habe nur eins. Ja, verstehe. Also bisher habe ich tatsächlich nur ein einziges Exemplar, aber ich erwarte die Kiste vom Verlag mit mehreren Büchern. Aber tatsächlich habe ich hier aktuell nur ein einziges vorliegen. Du hast ja indische Wurzeln durch deinen Papa. Wie ist es, wenn du in Indien bist? Also ich fühle mich insgesamt schon sehr deutsch, und wenn ich nach Indien fahre, ist für mich das, was ich dort sehe, auch alles wahnsinnig absurd. Also zum Beispiel die Bauarbeiten werden dort von Frauen in bunten Saris erledigt. Man sieht dort Frauen hoch dekoriert in knallebunten Saris auf der Baustelle stehen, mit Schüsseln auf ihrem Kopf, in denen sie die Baumaterialien tragen. Ach nee. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was? So sehen Bauarbeiten in Indien aus? Im Straßenverkehr ist es so ein bisschen wie beim Autoscooterfahren. Auf vierspurigen Straßen fährt man einfach sechsspurig. Ne? Also wenn man so ein bisschen eine Lücke lässt, dann quetscht sich tatsächlich einer in der Mitte durch und datscht dabei die Autos links und rechts auch an und fährt einfach weiter. Und wenn man aus Deutschland kommt, dann ist man das so gewohnt, ah, der hat uns angerempelt, wir müssen stehen bleiben und die Polizei rufen. Und die fahren einfach Auto wie Autoscooter. Auf einer einstündigen Fahrt hat uns 6-7 Mal jemand angerempelt, und es ist einfach normal. Also Autofahren ist dort tatsächlich wie Autoscooter fahren. Ja, und wenn man aus Deutschland kommt, wo man das kennt, das alles so ganz korrekt läuft und man hält an und holt die Polizei, dann denkt man erstmal, oh Gott, was ist hier denn los? Mhm. Also für mich ist das genauso absurd wie für alle anderen, die aus Deutschland kommen, dass man irgendwie denkt, was ist da in dem Land los? Und da wird auch durchgängig gehupt beim Autofahren, und rote Ampeln werden gänzlich ignoriert. Also da hält niemand an einer roten Ampel an. Und also das ist wirklich, wenn man aus Deutschland kommt, ein großer Kulturschock.
Gibt's denn etwas, was du vielleicht durch den Papa oder was schöner ist, also was du besonders toll empfunden hast? Ich glaube generell, dass es den Horizont erweitert, wenn man auch mal in anderen Ländern war. Also wir hatten zum Beispiel ein Ferienhaus auf einer Insel, die sehr durchwachsen war. Dort gab es reichere Familien, aber auch ärmere Familien. Und ich kannte das so in meiner Kindheit, dass ich Freundinnen hatte, die einfach in Wellblechhütten wohnten. Und eine Freundin lebte in so einer Palmwedelhütte, die war so aus Palmblättern gebaut. Und das war für mich damals ganz normal. Ja, manche bauen halt ihr Haus aus Stein und andere aus Wellblech. Und generell ging es meiner Familie in Indien sehr gut. Also die hatten auch Bedienstete und alles. Also für mich war das aber ganz normal, zu meinen Freundinnen in die Wellblechhütten zu gehen. Die haben da zu fünft in einer kleinen Hütte gelebt. Da gab es auch nicht verschiedene Zimmer. Und ich habe dann da auch mal übernachtet. Und für mich war das einfach alles so. Ja, die einen leben so, die anderen leben so. Und ich glaube, dass das eben total wichtig ist, auch gerade wenn man aus Deutschland kommt und gerade wenn man in Deutschland ja auch einen gewissen Wohlstand kennt, dass man einfach sieht, das ist nicht überall auf der Welt so. Und es gibt einfach auch Menschen, die in Wellblechhütten leben. Und das war für mich eine wahnsinnig wichtige Erfahrung, dass ich das ganz früh schon so kennengelernt habe, wie höchst unterschiedlich Menschen leben. Deinen Vater beschreibst du als einen Mann, der sehr cool ist, sich sehr präzise ausdrückt. Also er braucht nicht viele Worte. Ja, mein Vater braucht wirklich nicht viele Worte. Der sagt wirklich nur das Allernötigste. Und das ist auch, finde ich, total angenehm. Wenn man mit ihm unterwegs ist, dann haut er einfach immer mal wieder was raus und dann ist er auch ganz lange ruhig und er bringt die Dinge aber so auf den Punkt. Also er nutzt so wenige Worte, wie nur irgendwie möglich sind und bringt die Sachen aber dadurch wahnsinnig präzise auf den Punkt. Sehr gut, das ist eine sehr gute Schule auch so. Du schreibst ja viel, ne? Also weil da muss man sich ja auch jedes Wort genau überlegen und es ist ja auch das komplette Gegenteil von deiner Mutter, glaube ich, der Papa. Das ist definitiv so. Meine Mutter benutzt eher manchmal zu viele Worte. Das habe ich, ich glaube, das war so ein Kolumnentext, in dem ich das so erzählt habe. Da war meine Mutter auch ein bisschen beleidigt. Aber tendenziell sind die beide wirklich das Gegenteil voneinander. Ja, aber auf der anderen Seite, sie haben sich ja gesucht und gefunden, deine Eltern. Also, ne? Also es wird ihm ja auch gefallen in einer gewissen Art und Weise. Ja, also ich komme aus dem Kreis Pinneberg und bin dann irgendwann nach Hamburg gezogen. Bin dann eben auf eine Tanzschule gegangen und war dadurch oft den ganzen Tag weg, weil ich ja eigentlich den Traum hatte, Balletttänzerin zu werden. Und dann kam ich einmal früher von der Tanzschule nach Hause, liegt da mein Papa auf der Couch und ich so, hä, was machst du denn hier? Und dann hat er mir erzählt, dass er immer tagsüber, wenn ich weg bin, sich in meiner Wohnung ausruht, um einfach mal so ein bisschen Ruhe zu haben. Ne, die Na, beiden sind ja auch schon ewig ja. verheiratet und manchmal ist er dann, Eltern haben ja auch immer Angst, dass das Kind verhungert, also haben die mir immer so eine Tupperbox mit Mittagessen in die Wohnung gestellt. Ja. Und dann hat mein Vater sich gedacht, ach, wenn ich eh schon gerade hier bin, ruhe ich mich doch noch ein bisschen auf der Couch Oh aus. nein, Und ist dann das kam ich süß. einmal nach Hause und sah dann meinen Vater auf der Couch schlafen und dachte so, aha, also wenn ich tagsüber weg bin, liegt mein Vater hier auf meiner Couch rum. Da hast du, wer weiß, was du für die Ehe deiner Eltern da getan hast. Wahrscheinlich sehr viel. Ja, wahrscheinlich. Du bist ja mit Ballettausbildung, du bist ja mit 15 tatsächlich von zu Hause weg. Aber das mussten ja deine Eltern auch erlauben. Wie hast du die denn überzeugt, dass das okay ist, dass du das schaffst alleine? Ja, ich war so ein übervernünftiger Teenager. Oft hat man ja so eine vielleicht auch ganz guttuende pubertäre Leichtsinnsphase. Und die habe ich merkwürdigerweise komplett übersprungen. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal zurück in Form einer sehr ausgeprägten Oh Midlife-Crisis. nein. Und mein Mann muss mich dann um 4 Uhr morgens aus irgendwelchen Clubs holen. Aber tatsächlich war das damals so, dass ich so ganz vernünftig meiner Arbeit nachgegangen bin und neben der Schule eben schon 1000 Sachen gemacht habe und gejobbt habe und mein eigenes Geld verdienen wollte. Und ich habe auch damals immer die Fehlzeiten direkt mit meinem Lehrer abgestimmt, den ich neulich in der Fernsehsendung wiedersehen durfte. Da war ja der Überraschungsgast und auf einmal kam der rein und ich dachte so, oh Gott, Herr Olshausen, was machen Sie denn hier?
Und man hat auch sofort Respekt, ne? Ja, sobald ja. der Lehrer da ist, ist man sofort so, ja. okay, man will ja dann auch nichts falsch machen. Und er hat mir dann nochmal auf Facebook geschrieben und dann achtet man nochmal besonders auf seine Rechtschreibung, wenn man mit dem Lehrer schreibt. Irgendwie wird man dann wieder zur Schülerin. Und mit dem habe ich damals immer die Fehlzeiten direkt abgestimmt und habe gesagt, Herr Olshausen, da und da komme ich nicht, da habe ich das und das. Und er hat damals immer schon gesagt, ja, okay, kannst du machen, geh ruhig deinen Weg. Ja, aber man hat doch total gespürt, auch wenn man hat deinen Respekt gespürt, aber man hat auch gespürt, wie er dich mag. Also das hat man einfach, also als Schülerin so, oder? Ne? Er hatte total, er hat sich so gefreut, dich zu sehen. Das war auch so absurd, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass mein Klassenlehrer von damals auf einmal in einer Fernsehsendung aufkreuzt, der ja auch mittlerweile ausgewandert ist. Er lebt eigentlich, oh Gott, wo lebt er denn nochmal? Was war Kuba? Südamerika, glaube ich. Und ja, und man denkt so, oh Gott, wo kommt der denn auf einmal her? Und ich habe ihn ja seitdem auch gar nicht mehr gesehen. Also ich habe den jetzt seit 20 Jahren nicht mehr gesehen und auf einmal steht da der ehemalige Klassenlehrer. Du hast ja schon relativ früh auch Geld verdient, du hast schon relativ früh Fotos gemacht, also wo ja auch dein gutes Aussehen schon immer eine Rolle gespielt hat, aber ich habe so das Gefühl, was mir so bei dir so gut gefällt, ist, dass du machst nicht so ein Bohai um dein Aussehen. Ja, also grundsätzlich, wenn man sich das selber aussuchen könnte, in welcher Körperhülse man durch sein Leben marschiert, hätte ich mir ehrlich gesagt auch nicht mich ausgesucht, weil ich finde, dass mein Aussehen und meine Art eigentlich gar nicht zusammenpassen. Ich werde oft als püppchenhaftes Wesen interpretiert. Das bin ich aber eigentlich gar nicht. Und ich habe das Gefühl, dass ich oft eher so ein bisschen fehlinterpretiert werde, dadurch, dass ich so ein zierliches Püppchen bin, was ich von meiner Art eigentlich überhaupt nicht bin. Also insofern, wenn man sich das hätte selber aussuchen können, in welchem Körper man durchs Leben marschiert, hätte ich mir definitiv nicht mich ausgesucht. Das würde mich jetzt aber interessieren, wenn du ein bisschen träumen könntest. Was wäre das für ein Körper gewesen? Also wie würdest du dann ausgesehen haben? Also wenn ich es mir selber hätte aussuchen können, dann wäre ich eher so ein, auf Englisch sagt man boyish, so ein boyischer Typ gewesen, also eher so ein bisschen jungenhaft. So ein burschikoser, jungenhafter Typ wäre ich eigentlich lieber gewesen. Vielleicht ist es gerade das, also du bist Frau, ne? Also du siehst weiblich aus, aber du hast so eine gute Distanziertheit zu Äußerlichkeiten. Also du definierst dich nicht über Schönheit und also ich finde, das passt sehr gut zusammen, um es einfach zu sagen. Ja, aber was so schwierig ist, ich kriege halt oft so Püppchenangebote. Also früher war es ganz schlimm von der Art von Format, die man mir angeboten hat. Also sowohl bei Moderationsprojekten als auch bei Schauspielprojekten habe ich Sachen angeboten bekommen, die eher einem Stereotypen-Frauenbild entsprechen. Ich weiß noch einmal, habe ich mich mit einem Produzenten getroffen, die haben eine Moderatorin für ein Format gesucht und ich habe gefragt, wann kann ich denn die Beiträge sehen, dass ich genug Zeit habe, meine Moderationstexte zu schreiben. Und dann sagte der tatsächlich zu mir, du musst dir keine Moderationstexte schreiben. Und dann sagte ich, das ist mir aber sehr wichtig, dass ich meine Moderationstexte selbst schreiben kann. Ja. Und dann sagte er wirklich ganz ernsthaft, du, wir suchen ja einfach nur eine Frau, die gut aussieht in der Deko. Und das hat man eben ganz oft als Frau, als weibliche Moderatorin, dass man als dekoratives Element verstanden wird. Und deswegen freue ich mich, dass ich für ZDF Neo so tolle Dokumentationen drehen kann und mich wirklich mit einer gewissen Inhaltlichkeit auseinandersetzen darf, dass ich für die Süddeutsche Zeitung als Kolumnistin arbeiten darf und einfach auch so ein bisschen Sachen machen darf, bei denen ich mich inhaltlich einbringen kann und nicht nur eine dekorative Hülse in irgendeiner Deko bin. Aber das ist Wahnsinn, ja. Dass man dann natürlich, wenn man hübsch ist und auch eine schöne Ausstrahlung, schönes Charisma hat, wird man sofort als Frau dann in so eine Ecke gedrängt. Das kann natürlich auch eine Belastung sein. Ja, also da muss man sich erstmal rauskämpfen und ich bin ganz froh, dass ich mittlerweile auch Sachen machen darf, bei denen ich mich inhaltlich einbringen kann und wo es nicht einfach nur heißt, ja, komm mal her, zieh mal das an, stell dich davon Prompter und lies mal den Text ab, den andere Leute für dich geschrieben haben, weil das erfüllt mich einfach nicht. Ja, das kann ich so gut verstehen. Werden dir denn auch mittlerweile andere Rollen angeboten schon, ne, als Schauspielerin? Das ist immer noch sehr schwierig.
mich. Also ich freue mich wirklich, dass ich als Moderatorin so tolle Projekte machen darf, wie die ganzen Dokumentationen, die ich für ZDF Neo drehe, wo wir uns mit Geschlechterklischees auseinandersetzen, mit Helikoptereltern etc. und da auch wirklich in die Tiefe gehen. Als Schauspielerin ist es nach wie vor so, dass mir tendenziell immer noch eher sehr stereotype Rollen angeboten werden. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut über den Film, den ich drehen durfte, der jetzt am 4. Oktober um 20.15 Uhr im ZDF läuft, in dem Birte Hanusrichter und ich die Hauptrollen spielen, weil ich dort eben eine burschikose Taxifahrerin spielen darf, die weirde Klamotten trägt, die Sprüche raushaut und eher so ein bisschen, ja, boyisch ist. Also eher so ein herber Typ. Also wirklich das Gegenteil von einem Püppchen. Und ich würde mir wünschen, noch viel mehr solche Rollen spielen zu dürfen. Ach, vielleicht kommt das jetzt so langsam. Hat man dir deine langen Haare gelassen dann in dieser Rolle oder mussten die versteckt werden für den buschikosen Typ? Nö, die hat man mir gelassen. Ich finde es auch wichtig, dass man da jetzt nicht so komplett ins Klischee geht, dass die buschikosen Frauen immer kurze Haare haben, weil es ist ja auch viel überraschender, wenn eine Frau mit langen, gewellten Haaren dann auf einmal so buschikos ist und Sprüche raushaut und eher so ein bisschen herber unterwegs ist. Mhm. Das ist ja viel schöner, als wenn man immer erzählt, dass die Frauen mit langen Haaren irgendwelche Püppchen sind. Und ich denke generell, dass das ein Klischee ist, mit dem man brechen muss. Und das habe ich ja zum Beispiel auch in Lotti und Otto versucht. Wir haben am Anfang schreibt man ja die Geschichte sehr grob runter. Mhm. Und es gibt ein Tier, was so ein bisschen mehr weiß als alle anderen Tiere. Und da hat dann der Verlag reingeschrieben, Herr Hase. Und ich, Moment mal, warum ist denn das eine Tier, was mehr weiß als alle anderen Tiere, männlich? Ich möchte gerne, dass das eine Frau macht. Ja. Und die so, ja gut, okay. Mhm. Und dann zeichnet man natürlich automatisch eher eine Frau, die so ein bisschen nerdig aussieht mit Brille. Und ich wollte genau damit brechen und habe gesagt, nein, ich möchte, dass dort eine Frau steht oder ein Mädchen steht, die ein rosa Kleid trägt, die püppchenhaft ist. Und die weiß jetzt einfach mal mehr als die anderen Tiere, weil man einfach diese erlernten Bilder hat. Und so Frauen, die Kulleraugen haben, die lange Haare haben, die werden oft einfach eher als dumm erzählt in Filmen, in Serien. Und ich finde es ganz wichtig, mit diesem Klischee zu brechen, damit eben die Mädchen, die vielleicht ein bisschen püppchenhafter sind, sich auch was zutrauen. Und es bei denen nicht immer nur heißt, du hast aber ein schönes Kleid an und oh, du siehst aber niedlich aus, sondern dass man auch diese Mädchen vielleicht in ihrer Intelligenz bestärkt. Und damit wollte ich brechen und deswegen gibt es ich muss jetzt gerade mal nachschauen, Kreuzkrallenotter Kunigunde, die einfach ein bisschen mehr weiß als die, Kurzkrallenotter Kunigunde weiß mehr als die anderen Tiere und ist ein Mädchen in einem rosa Kleid mit Blümchen im Haar, mit blonden langen Haaren und ich fand es total wichtig, einfach zu erzählen, dass dieses Mädchen gebildet ist. Also es ist ein bisschen besser geworden, aber es ist noch lange noch nicht so in der Gesellschaft verankert, was da für ein Potenzial ist. Und es ist so wichtig, dass man sie eben schon früh bestärkt. Also da gibt's eine Studie, da wird Kindern eine Geschichte erzählt von einem sehr, sehr schlauen Kind. Und danach legt man ihnen Fotos hin von zwei Jungs und zwei Mädchen und fragt, was glaubst du denn, wer von denen ist das sehr, sehr schlaue Kind, von dem wir erzählt haben? Und die meisten Kinder zeigen auf einen Jungen, weil man das einfach so gelernt hat, dass das schlaue Kind ein Junge ist. Und dann gibt's eine andere Stufe in dieser Studie, da wird den Kindern gesagt, wir haben eine sehr, sehr schwierige Aufgabe zu erledigen. Für diese Aufgabe muss man sehr, sehr schlau sein. Du kannst jemand für dich ins Rennen schicken, der diese Aufgabe für dich erledigt. Wen möchtest du? Und auch da wieder zwei Bilder von Jungs, zwei Bilder von Mädchen und die meisten entscheiden sich für einen Jungen. Denn wenn man dafür Grips braucht für diese Aufgabe, dann ist es vielleicht doch besser, wenn man einen Jungen für sich losschickt. Und deswegen war mir das so wichtig in dieser Geschichte, dass wir eben den Kurzkrallenotter Kunigunde haben, die ein sehr stereotypes Mädchen ist und schlau ist und mit einem riesigen Bücherstapel durch die Gegend rennt und
Ja. Und auch als stereotypes, mädchenhaftes Mädchen schlau ist und ein bisschen mehr weiß als die anderen. Aber deshalb sind auch solche Kinderbücher so unglaublich wichtig und es gibt nicht so eine Riesenauswahl. Also deshalb sind wahrscheinlich, deshalb war dein Buch auch so, hat so viele Sterne gekriegt, glaube ich, wenn Kinder keine Identifikationsfiguren haben, ne, die mal so ein anderes Bild zeigen, dann ist das sehr schwer. Definitiv. Und wenn man sich da mal umschaut, nicht nur im Kinderbuchregal, auch bei Kinderfilmen, bei Kinderserien, bei Kinderprodukten, wie stereotyp das ist, das ist wirklich schockierend. Also ich habe das alles gesammelt, weil ich so viele Sachen abfotografiert habe und es nicht fassen konnte. Ja. Das The Big Beautiful Coloring Book for Girls Oh. und The Big Brilliant Coloring Book for Boys, also das große brillante Malbuch für Jungs, das Beautiful Malbuch für Mädchen. Und dann gibt es eben so Bücher, die Jungs und Mädchen sagen, wie sie zu sein haben. Und da gibt es bei den Jungs eben die Aufschrift How to be clever und bei den Mädchen How to be gorgeous. Und da liegt ein Mädchen mit gewelltem Haar in einem Kleidchen. Dann blättert man in diese Bücher rein und bei den Mädchen steht drin, wie sie sich die Fingernägel machen, wie sie gucken, dass sie keinen Spliss bekommen, wie man einen Tisch deckt, steht da tatsächlich. Ja. Und bei den Jungs steht, wie verhandle ich mein Taschengeld richtig? Und das sind keine Einzelfälle, sondern es gibt wahnsinnig viele Bücher in diese Richtung, die den Jungs eben zeigen und erzählen, wie man schlau wird. Werde so schlau wie Albert Einstein ist zum Beispiel ein Kapitel in dem Buch 100 Dinge, die ein Junge wissen muss. Und bei den Mädchen geht es darum, wie man sich fashionmäßig kleidet. Aber wenn man sich heute so ein bisschen Instagram oder Influencer anschaut, der Trend schaut ja immer noch mehr in die Richtung. Frauen tun halt sehr viel für ihr Äußeres. Definitiv. Und das finde ich total schade, denn ich sehe, wenn ich mir diese Instagram-Accounts angucke, Mädchen, die in schöner Kleidung mit hippen It-Bags auf der Straße rumlaufen, aber es geht nicht darum, wo sie denn mit ihren hippen Outfits hingehen und was sie da bewirken, sondern es geht nur darum, was sie frühstücken, wie sie ihr Workout machen und wie sie auf der Straße rumlaufen und man weiß gar nicht, ja, und was macht ihr beruflich? Also wo geht ihr hin mit euren schicken Outfits und was macht ihr da inhaltlich? Macht ihr überhaupt irgendwas inhaltlich oder besteht euer ganzer Tag daraus, mit schönen Klamotten auf der Straße herumzustehen? Und das war das, ich habe mich ja sehr spät erst bei Instagram angemeldet. Ich war ja jahrelang nicht dort zu finden. Und das war nämlich genau aus dem Grund, weil ich einfach nicht wusste, für mich ist das Ganze drumherum nicht so wichtig. Also natürlich lebt man einen gewissen Lifestyle in dieser Branche und man ist in schönen Hotels. Aber mir geht es nicht darum, ne, so sehe ich aus, wenn ich in oder so sieht mein Lifestyle aus, das frühstücke ich, die schicken Klamotten habe ich an, sondern mir geht es darum, wo gehe ich denn mit diesen Klamotten Genau. hin und was mache ich da und welche Botschaft möchte ich da vermitteln? Und dieses einfach nur in schönen Klamotten auf der Straße rumstehen und sein Essen abzufotografieren und die Getränke, die man zu sich nimmt, das finde ich doch wahnsinnig oberflächlich und mich wundert, dass das so funktioniert und dass auf Instagram nur das zu funktionieren scheint. Ja, aber ihr macht da zum Beispiel, also auch Christian und du als Familie, ich denke, das ist ja eine gemeinsame Entscheidung. Ihr macht da auch ganz klare Grenzen. Also ich habe noch nie einen Namen von deiner Tochter gehört oder ein Bild von deiner Tochter gesehen. Also Also grundsätzlich sieht man auf meinem Instagram-Account hauptsächlich Dinge in einem beruflichen Kontext, ne? Was ich gerade so, woran ich arbeite. Ich mache privat kaum Bilder. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt nicht so wirklich ein Digital Native bin. Es gibt ja so Leute, die sind auch fotografieren permanent alles und machen ganz natürlich überall, wo sie gerade sind, irgendwelche Insta-Stories. Und bei mir ist es eher so, dass ich oft mein Handy, gerade wenn ich im Urlaub bin, tagelang gar nicht bei mir habe. Und Aber daher das ist mache doch ich auch so privat schön. nicht ständig Bilder Ja, und ja. bin da tendenziell eher sehr analog unterwegs. Und dadurch ist es auch automatisch so, dass man, klar, man sieht auch hin und wieder mal private Bilder von uns, aber im Großen und Ganzen bin ich jemand, der nicht immer sein Handy bei sich hat. Und also bei vielen ist es ja auch so, dass die eben ihre Kinder auf Instagram vermarkten. Und wir haben damals schon alle verklagt, die, also ich weiß noch, als meine Tochter geboren wurde,
wir wollten das Thema ja sehr aus der Öffentlichkeit raushalten. Und da gab es am Anfang welche, die das nicht wirklich akzeptieren wollten und die uns dann auch so ein bisschen verfolgt haben. Wir haben alle verklagt. Es gibt eine Zeitung, da hat mal jemand gesagt, wir könnten mit Gegendarstellung von Familie Ulm, könnte ich meine ganze Wohnung tapezieren. Und worüber viele sich, glaube ich, keine Gedanken machen, sobald man als Eltern sein Kind in die Öffentlichkeit rückt, ist das Kind eine Person des öffentlichen Lebens. Also wenn irgendwann werden die dann ja Teenies, dann hängen die vielleicht auch betrunken in irgendwelchen Clubs rum. Ja. Und die dürfen dann von Paparazzi fotografiert werden, weil die Eltern das, diese Kinder schon als Kind in die Öffentlichkeit geschleppt haben und sie damit juristisch gesehen zu Personen des öffentlichen Lebens gemacht haben, weswegen sie dann, wenn sie als Teenager irgendwas machen, wobei sie nicht fotografiert werden wollen, keine Handhabe mehr haben, weil sie juristisch Personen des öffentlichen Lebens sind. Und dadurch geben die Eltern die Privatsphäre der Kinder her und nehmen ihnen eine Entscheidung ab, die eigentlich die Kinder selbst treffen müssten. Das ist wirklich gut, also das ist wirklich furchtbar. So in der Tragweite habe ich das noch nie gesehen. Und bei euch ist es eben so, deshalb könnt ihr immer wieder klagen, weil ihr euer Kind noch nie irgendwo gezeigt habt. Genau, wir zeigen unser Kind nicht. Und wir haben damals eben, als einige versucht haben, unser Kind zu fotografieren, haben wir wirklich so mit Klagen um uns geworfen. Die lassen einen dann auch in Ruhe und die ziehen dann weiter zu denjenigen, die ganz gerne in ihrem Privatleben fotografiert werden. Du drehst mit deinem Mann Christian die sehr erfolgreiche Serie Jerks, da führt er ja Regie. Wie ist das für dich? Also, als wir die Anfrage für die Serie bekommen haben, war Christian noch nicht Regisseur von der Serie. Und diese Idee kam dann irgendwann erst so ein halbes Jahr später auf. Da sagte dann der Produzent, wie wäre es denn, wenn Christian Regie führt? Und ich dachte so, oh Gott, bloß nicht. Das ist ja total schrecklich für mich. Und man ist ja als Schauspieler weisungsgebunden. Ne? Das steht in jedem Schauspielervertrag, dass man das macht. Muss, was der Regisseur einem sagt, und das genießt er sehr. Und ich glaube, er ist sehr traurig darüber, dass die Weisungsgebundenheit nach Drehschluss nicht mehr gilt. Sehr schön hast du das gesagt. Aber das ist ja eine sehr, sehr erfolgreiche Serie. Und eigentlich in der Beziehung von euch beiden bist du jemand, der sich gar nicht so schnell schämt. Und du hast gesagt in einem Interview, aber der Christian, der schämt sich viel schneller. Das wundert einen, dass er dann so eine, wo man ja manchmal diese Serie sieht und fremd schämt sich ja. Ja, also er schämt sich tatsächlich. Am Anfang, als die Serie angeboten wurde, also es gibt eine dänische Originalserie und wir haben uns das gemeinsam angeguckt und Christian hat sich diese ganzen Momente da angeschaut und hat sich beim Schauen total geschämt. Und deswegen funktioniert es auch so großartig, weil er sich halt wirklich schämt. Also diese Scham, die man bei ihm sieht, die ist echt. Und dadurch funktioniert das eben. Natürlich, weil er sich in Grund und Boden schämt für die Szenen, die er da spielt. Und für mich ist es total großartig, ihm dabei zuzuschauen, weil ich ihm einfach ansehe, dass das jetzt gerade echt ist, dass das nicht gespielt ist, diese Scham, die man dort sieht. Also ich wünsche dir alles Gute, für viel Erfolg für dieses Buch. Also wir haben alles auf unserer Seite. Und ich glaube, zu Jerks kann man sagen, es gibt, glaube ich, ein Weihnachtsspecial, habe ich irgendwie gehört. Also wird da was kommen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie da gerade der Stand der Dinge ist und was schon offiziell ist und was nicht. Eigentlich hätten wir gedreht im April. Es wurde dann aber natürlich wie so vieles Corona-bedingt verschoben und ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was da jetzt in der Presse ist und was nicht und was schon veröffentlicht werden darf und was nicht. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, es geht auf jeden Fall weiter. Ja, also du genießt, glaube ich, diese Rolle da der Ex-Frau von deinem Mann. Also es scheint dir sehr viel Spaß zu machen. Ja, das war natürlich auch vor allem, damit wir uns schützen können, weil wir haben das Projekt als Paar angeboten bekommen, weil wir ja uns selbst spielen und haben gedacht, das wirkt dann so, weil man ja auch Szenen im Bett miteinander hätte, als würde man sagen, hey, kommt alle her, guck mal, so sieht es bei Familie Ulm im Schlafzimmer aus. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, wir könnten aber natürlich auch uns selbst spielen, nur eben in getrennt. Und dadurch spielt man eben mit der Realität, macht aber eben klar, dass das Ganze natürlich auch ein Stück weit Fiktion ist. Also klar sind viele private Geschichten, die wir so erleben, auch in Jerks verwurstelt, aber es ist natürlich nicht eins zu eins unser privates Privatleben. Das soll ja auch privat bleiben. Eben. Vielen Dank für dieses offene und schöne Gespräch. Sehr gerne. Tschüss.
Schön, dass Sie sich diesen Podcast bis zum Ende angehört haben. Wir können uns wiederhören mit allen Podcasts von Silvia am Sonntag oder einfach im Radio, jeden Sonntag zwischen 9 und 12.